Hallo liebe SVN-Zuschauer. Also heute waren wir mal unterwegs und haben uns mal angeschaut, was geht so ab im Landkreis Schweinfurt mit Halloween. Wir waren also in Schwebheim, waren in Goxheim und in Gretzstadt. Viel Spaß beim Anschauen von unserem Film. Also das Schloss in Schwebheim hier ist natürlich eine hervorragende Kulisse für Halloween. Und schon sind wir in Goxheim. So, hallo, Sie haben alles gebaut hier? Ja. Wie lange haben Sie gebraucht dazu? Seit dem 1. Oktober. Seit 1. Oktober bauen Sie schon? Da sind Sie aber richtig stolz drauf, oder? Ja, natürlich, macht jede Menge Spaß. Und ja, Hauptsache die Kinder haben Spaß dran und es ist toll, ja. Ja. Ich habe sie schon entdeckt. So, hallo, jetzt habe ich also die Chefin vor der Kamera. Vielleicht sagen Sie mir mal Ihren Namen. Ich bin die Michaela. Michaela, wie kommt man auf so eine Idee? Aber wir haben uns das eigentlich bei Freunden, die aus Amerika kommen, abgeguckt. Und ja, wir haben daran Quallen gefunden und ja, jedes Jahr immer ein bisschen erweitert. Wir machen das jetzt schon, ich glaube, das siebte Jahr in Folge, sechste, siebte Jahr in Folge. Und ja, wird immer mehr. Ja, wir waren aber zuerst woanders, gell? Genau, wir sind jetzt dieses Jahr umgezogen. Und vorher waren wir eben in unserer alten Wohnung Hof und haben das jetzt dieses Jahr hier neu aufgezogen und ja, neue Location und auch noch ein paar neue Attraktionen dabei. Und seid ihr zufrieden? Ja, wir sind sehr zufrieden. Die Leute sind alle freundlich, gell? Sind alle freundlich, alle begeistert. Ja, also danke schön. Jetzt? Wer bist du denn? Der große böse Wolf. Und natürlich darf Gretzstadt in diesem Reigen nicht fehlen, im Gruselhof in der Horrorscheune. So, hallo liebe SVN-Zuschauer, jetzt bin ich gerade in Gretzstadt im Halloweenhof und vielleicht können Sie kurz mal vorstellen für unsere Zuschauer. Ja, ich bin die Priscilla McDonald und wir machen unseren Gruselhof und die Horrorscheune. Die ganze Familie hilft mit und da freuen wir uns auf jeden Besucher. Das ist ja ein Wahnsinn, was ihr da aufgebaut habt. Wie lange braucht ihr denn dazu, das alles herzurichten? Also wir brauchen ungefähr so einen Monat. Einen Monat vorher fängt mein Mann mit der Scheune an und baut da immer schon alles auf und dann draußen, je nachdem, so ein, zwei Wochen vorher. Da steckt natürlich auch jede Menge Geld drin, Geld in den ganzen Zubehör, was man dazu braucht. Ja, also das hat sich über die Jahre zum Glück leider schon ein bisschen so angesammelt. Das ist natürlich mit Kosten verbunden. Deswegen, wie gesagt, wir haben auch eine kleine Spendenbox hier da. Der Eintritt ist frei, von dem wir dann uns immer neue Sachen kaufen können. Oder Kerzen sind ja auch nicht so ganz billig. Aber wir machen das natürlich nicht wegen den Einnahmen, sondern wegen dem Spaß. Und wie seid ihr denn zufrieden mit den Zuschauern dieses Jahr? Sind genug gekommen? Total. Also am Wochenende, gerade wenn wir die Erschrecker haben, da ist die Bude voll. Was heißt die Erschrecker? Die kommen dann aus der Ecke rausgeschossen oder was? Na, in der Horrorscheune haben wir dann wirklich Erschrecker. Also das sage ich dann auch, da sagen wir, es ist nicht für kleine Kinder geeignet. Das ist dann wirklich, da wird man gescheit erschreckt, ja, in der Horrorscheune. Ein Wahnsinn. Ja. Also gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich gucke mich jetzt mal um bei euch. Gerne, mach gerne. Ein paar schöne Aufnahmen, versuch's zumindest. Ja, es ist ja sehr dunkel, ne? Ja. Aber ich versuch's. Danke, viel Spaß beim Gruseln. Thank you.
Wir bleiben da jetzt am Tisch. Ich mach deine Maske auf. Ich kann mal was machen.